Vegan für Anfänger, der wichtigste Hinweis. Hallihallo, das ist die Alexandra und ich bin der Lars von Rohe Energie. Hallo. Ja, Alexandra brennt ein Thema unter den Nägeln, weil ihr ist gestern was klar geworden, hatte sie mir gestern jedenfalls erzählt. Ja, genau. Und viele versuchen ja mal vegan zu leben und machen das mal eine Woche oder einen Monat oder so. Aber du bist gestern, hast du noch was gefunden, eine Information und darüber wolltest du was erzählen. Genau, der Lars hat mir nämlich ein Buch geschenkt zu Weihnachten. Das 6-Minuten-Tagebuch. Was man immer neben den Kopf hält, ja. Weil da vorne ist es unscharf. Das 6-Minuten-Tagebuch. Und ich bin ja leider noch gar nicht dazu gekommen, da groß reinzugucken. Hatte gestern aber mal eine erzwungene halbe Stunde Zeit und habe drin gelesen. Und da bin ich über was, es geht eigentlich darum, irgendwie ums Glücklichsein, ja. Und was aber ganz wichtig ist, dass Gewohnheiten einen auch glücklich machen. Was ich auch sehr faszinierend fand, ist eben auch, dass man, wenn man Entscheidungen trifft und dass man im Alltag immer wieder vor Entscheidungen gestellt wird, dass die einen unheimlich viel Willenskraft kosten und dass man dann abends oft keine Willenskraft mehr hat, gegen seine alten Gewohnheiten oder so anzukämpfen. Dass man abends dann Lust auf Süßigkeiten hat oder auf Chips oder auf Alkohol, je nachdem, was man... Oder auf ein Steak. Ja, oder was so sein Laster ist, ja. Und er sagt dann noch, deswegen haben irgendwie Steve Jobs, Karl Lagerfeld und, jetzt habe ich den dritten vergessen, dass die immer die gleichen Klamotten tragen. Wolfgang Job? Nee. Nee, es war irgendjemand anders. Okay. Dass die immer die gleichen Klamotten tragen. Ach genau, hier der von Facebook. Zuckerberg, ja. Dass sie wohl irgendwie immer die gleichen Klamotten tragen, damit sie da schon keine Entscheidungen treffen müssen. Und das ist ja eigentlich auch nochmal irgendwie ein positiver Effekt für den Minimalismus. Ja, man muss nicht so viele Entscheidungen treffen. Und dann hat man mehr Kraft, neue Gewohnheiten zu praktizieren. Ja. Und das Wichtige an Gewohnheiten ist, sie werden eben zu unserem Alltag, zu dem, was wir gewöhnlich tun. Und was hier auch nochmal ganz wichtig ist, da haben sie Versuche gemacht, auch mit Leuten, wie lange es denn ungefähr dauert, bis etwas zu etwas Gewohntem wird. Und das sind im Schnitt 66 Tage. Ja, wenn man jetzt sich überlegt, viele Leute sagen, ach, ich probiere mal eine Woche vegan, ach, ich mache mal einen Monat vegan, wobei die meisten dann nicht einen Monat, sondern nur 4 Wochen machen, was nur 28 Tage sind, da sind wir nicht mal bei der Hälfte von dem, was dazu führt, dass wir es in unseren gewohnten Alltag übernehmen. Und dann gibt es auch noch den Unterschied zwischen einfachen Sachen und komplexen Sachen. Und ich würde mal sagen, sich vegan zu ernähren, ist schon relativ komplex, ja. Weil man muss erstmal gucken, was gibt es denn überhaupt, was ist so meine bevorzugte Richtung. Es gibt da ja auch nochmal irgendwie ganz viele Möglichkeiten, sich das auszuprobieren, ja. Will ich jetzt ganz wenig Fett, will ich jetzt ganz viel Kohlenhydrate, will ich jetzt ganz viel Protein, will ich Muskelaufbau, will ich abnehmen, was weiß ich was, ja. Mache ich es nur aus ethischen Gründen oder auch aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist ja ein sehr komplexes Thema, sich da komplett mit auseinanderzusetzen. Da sind ja unheimlich viele Informationen und von daher würde ich sagen, es braucht man mindestens eigentlich 3 Monate, um das mal zu probieren, um diese ganzen Informationen zu verarbeiten, um diese ganzen Produkte vielleicht eventuell auch zu probieren, die einem dann so über den Weg laufen und seine Ernährungsweise so umzustellen, dass man daraus eine Gewohnheit macht. Ja? Ja. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, was in dem Buch steht, dass wenn man eine Gewohnheit oder eine gute Gewohnheit entwickelt, dass daraus oft auch andere folgen. Ja? Also ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, ich habe vor ungefähr einem Jahr, also um Ostern rum letztes Jahr, habe ich angefangen und habe mein Online-Fitness-Vertrag sozusagen angefangen und habe da angefangen, Sport zu machen regelmäßig. Und dann kam auch immer mehr das Bedürfnis, ich will jetzt eigentlich auch meine Ernährung wieder so in den Griff kriegen, dass sie wirklich auch gesund ist. Habe dann jetzt vor einiger Zeit, so Anfang des Jahres oder sowas, Februar oder sowas, habe ich angefangen wirklich zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch keinen Zucker mehr während der Woche essen. Habe gesagt, okay, das mache ich am Wochenende, dann erlaube ich mir mal was und so. Und ich merke immer mehr, dass das Bedürfnis danach, sich auch zu belohnen, immer geringer wird. Also es war jetzt auch gerade so, dass ich gedacht habe heute so, ich habe jetzt endlich mein Ziel erreicht, ja, was ich so gewichtstechnisch wieder hinkriegen wollte, so viel zu wiegen oder so wenig zu wiegen wie vor der Schwangerschaft. Wir fahren bald in Urlaub. Wir werden 3 Wochen nur in Badehose und Bikini rumlaufen. Deswegen. Ja, und vor allem so bei Hotel, ihr ist schon super. Ja. Ich habe noch so 2 Kilo. Ja, ja. Also jedenfalls, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, jedenfalls
habe ich jetzt mein Ziel erreicht und gedacht, heute lasse ich es mal mir gut gehen und schreibe mal nichts auf und gucke mal nichts nach und habe dann irgendwie auch die Pfannkuchen gegessen, ohne jetzt dann zu gucken, sondern einfach nur nach Sattgefühl, hatte jetzt eben ein bisschen Hunger und habe gedacht, ach, was esse ich denn jetzt? Ah, ein Pfirsich. Ja, wo, eigentlich habe ich ja gesagt, ich kann heute essen, was ich will, aber trotzdem ist es jetzt so schon zu meiner Gewohnheit geworden, dann lieber was Gesundes zu wählen, dass ich gar nicht mehr das Bedürfnis habe. Und das ist halt auch was, wenn man es zur Gewohnheit macht, brauche ich keine Willenskraft mehr dafür. Ich muss mich nicht entscheiden, ach, esse jetzt ein Stück Schokolade oder esse lieber den Pfirsich, sondern ich esse den Pfirsich, weil es eine Gewohnheit geworden ist. Ja? Ja. Und das, dann hat man natürlich auch viel mehr Kraft für andere Sachen, wieder was Neues zu machen oder ja, freundlich gesinnt auch zu sein, weil man ja einfach viel mehr Energie hat. Und das ist was ich unheimlich faszinierend fand und was einen im Endeffekt, weil dieses Buch geht eigentlich darum, dass man glücklich wird. Das ist ja auch was einen dann glücklich macht. Ja. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, eben auch zum Sport. Ich habe das jetzt immer wieder auf Fitnesskanälen, immer wieder die Frage, wie motivierst du dich denn zum Sport? Und da hatte ich jetzt letztens die Antwort bei der Cornelia Ritzke gehört, dass sie gesagt hat, da denke ich gar nicht drüber nach. Und das ist das Prinzip. Ja? Das ist Gewohnheit. So ist es für mich auch. Klar. Meinen Sport zu machen, habe ich auch gedacht, nee, ich brauche da keine Motivation. Das ist zur Gewohnheit geworden. Und hier ist nämlich auch so ein schöner Satz da drin. Den hatte ich eben. So, und da steht nämlich drin, Motivation lässt dich loslegen, die Gewohnheit lässt dich weitermachen. Und so ist es ja dann auch mit der veganen Ernährung, ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt die Motivation, ich will Gewicht verlieren, ich will gesünder werden, ich will nicht mehr, dass Tiere meinetwegen leiden müssen. Und damit fängt man an, ja, das ist die Motivation. Und wenn man das dann auch eine gewisse Zeit durchgehalten hat, dann ist es einfach die Gewohnheit, die einen weitermachen lässt. Und das ist dann der Moment, wo es einen auch keine Kraft und keine Energie mehr kostet. Der Punkt kommt irgendwann, versprochen. Ja? Das kann bei dem einen ein bisschen früher sein, bei dem anderen ein bisschen später. Es kommt auch immer drauf an, von wo kommt man. Ja? Aber gibt dem Ganzen lange genug Zeit. Das ist nicht in der Woche und auch noch nicht in 4 Wochen gemacht. Ja? Da muss man, wie gesagt, 3 Monate würde ich dem Ganzen schon mal versuchen zu geben, um zu gucken, was wird dann daraus und was bleibt vielleicht übrig und was wird vielleicht doch nicht in den Alltag übernommen. Ja, ja klar, finde ich auch sehr gut. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich nochmal ein Beispiel dafür hätte, aber ja, es ist halt so, man geht jetzt halt selber an den Kühlschrank und da liegt halt der Räuchertofu und da liegt das Gemüse und dann liegt da nachgemachter Käse und dann liegen da Gurken und dann freue mich schon nachher auf einen Sojajoghurt mit Erdbeeren und ein bisschen Xylit drüber, ja. Da freue ich mich schon seit einer Stunde drauf, ja. Und man denkt halt auch dann gar nicht mehr an irgendwelche Sachen, die ungesund sind sozusagen, nee, oder die halt dann tierisch sind, ja. Am Anfang hat einem dann doch einiges gefehlt, aber mittlerweile hat man für alles irgendwas gefunden, was einen genauso erfüllt, ja. Und ja, das wird dann, geht dann so in Mark und Bein über. Deswegen, also wichtigster Tipp ist, mindestens 66 Tage, finde ich übrigens eine sehr schöne Zahl, aber 3 Monate ist natürlich auch sehr gut. Genau. Also das wollte ich euch einfach nochmal mit an die Hand geben. Ich finde, das ist... Also es hat meinen Alltag sehr erhellt, dieses Buch jetzt. Sehr gut. Alexander ist gerade auf einer spirituellen Entwicklung. Das ist wirklich, finde ich total gut. So, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Aktiviert das Glöckchen. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit beim veganen Sein, beim veganen Bleiben oder auch nur so beim Zugucken als Nicht-Veganer. Macht's gut. Tschüss. Bis dann, tschüss.